Die Fortsetzung der Ursachensuche ist nun gestartet. Ich habe das Gerät geöffnet und möchte Ihnen doch zeigen, ein bisschen, was die Voraussetzungen sind. Nie vergessen, dass, wenn das Gehäuse offen ist, dass wir unbedingt einen Ventilator brauchen. Also anders geht es nicht. Das Gerät muss extern gekühlt sein, weil durch das Entfernen des Gehäuses ist der korrekte Luftstrom nicht mehr gewährleistet. Dann haben wir selbstverständlich hier eine Dose Kältespray. Noch wichtig, damit wir das richtig ausloten können. Ein bisschen Kältespray, damit wir auf Ursachensuche gehen können. Also unbedingt einen Ventilator, der die IC-Seite, das Mainboard, kühlt. Die Vermutung liegt auf dem Trigger, wie ich schon gesagt habe. Und das IC, das in Frage kommt, ist dieses hier. Es sieht auch, wenn ich alle anderen Teile auf dem Mainboard anschaue, hat es auch eine andere Farbe. Und irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass dies schon mal gewechselt wurde oder daran irgendwas gedreht wurde. Also sieht ganz danach aus, dass vielleicht die Suche erfolgreich sein könnte, wenn wir dieses IC tauschen. Aber was ich jetzt mache zuerst, ist das Gerät wieder einschalten und das Phänomen wiederholen. Und dann mit Kältespray dieses IC behandeln und schauen, ob das tatsächlich von diesem IC herrückt. Das ist die Startposition wiederum, 3 MHz eingestellt, Modulation identisch und im Moment, wenn es kühl ist, wieder neu gestartet, dann ist diese Modulation weg. Ich werde nun weiter beobachten, das Kältespray bereithalten hier. Das ist ein Kältespray bekannt von Kontaktchemie und sobald das Phänomen auftaucht, werde ich mit Kältespray behandeln und sehen, ob es weggeht. Eine erste Erkenntnis: die externe Kühlung bei offenem Gehäuse bewegt schon etwas. Auch nach einer halben Stunde ist der Modulationseffekt auf dem Beam nicht aufgetreten. Wir werden das weiterverfolgen, schauen, ob es tatsächlich einfach wegbleibt. Dann wäre es ein Kühlproblem, das heißt, der Ventilator vielleicht ist defekt oder liefert nicht genügend Luftumsatz. Ja, die Vermutung und Ursachenforschung geht weiter. Es ist ziemlich eindeutig jetzt, also auch nach einer Stunde hat sich das Phänomen mit externer Kühlung nicht wieder gezeigt. Also das ist mal klar, es ist ein thermisches Problem. Irgendetwas erwärmt sich. Natürlich jetzt mit dem großen Ventilator kühle ich das ganze Mainboard. Es geht jetzt darum zu identifizieren, welches IC und welches Teil an dieser Erwärmung schuld ist. Zu diesem Zweck werde ich den Ventilator ausschalten und schauen, ob das Phänomen wieder kommt. Die Ursachenforschung gestaltet sich doch recht schwierig. Ich habe den Ventilator ausgeschaltet und tatsächlich nach einigen Minuten ist das Phänomen wieder aufgetaucht. Ich bin jetzt am Kühlen einzelner Elemente und es gibt 2 Verdächtige, den U800, der vielfach angesprochen wird. Der hat zwar bereits, den habe ich mit einem Kühlkörper versehen, aber es scheint ungenügend zu sein. Also wenn ich im Moment hat sich das Signal beruhigt, indem ich mit Kältespray auf das Trigger-IC einwirke und andererseits auf den U800. Das sind scheinbar die 2 Problemzonen. Also wenn ich die kühle, verschwindet das Phänomen praktisch zu 100%. Wenn ich den großen Ventilator einschalte, das gesamte System kühle, dann verschwindet es auch. Also, dass es ein thermisches Problem ist, scheint klar. Noch nicht ganz klar ist, welches Bauteil dafür verantwortlich ist. Vermutlich jetzt, ziemlich eingekreist, das Trigger-IC oder der U800. Das werde ich jetzt im Detail noch
einzeln überprüfen, indem ich nur ein Teil kühle und schaue, welches dann den besseren oder größeren Effekt hat. Vielleicht auch beide. Okay, nach längerer Ursachenforschung mit Kältespray hat sich nicht eindeutig ein Teil als anfällig erwiesen. Es ist so, wenn ich den großen Ventilator einschalte und das ganze System kühle, dann verschwindet das Phänomen. Ich habe eigentlich zwei ICs als empfindlich feststellen können. Das eine ist dieser berühmte U800, das ist der da. Der hat zwar einen Kühlkörper, aber vielleicht zu klein. Den kann ich nochmals vergrößern. Und das zweite IC, das ich als heikel ausfindig gemacht habe, ist das Trigger-IC, das, was ich vermutet habe, aber es ist nicht ganz so klar und eindeutig, wenn ich dort Kältespray ansetze, dass es sofort aufhört, diese Modulation. Also es ist nicht so eindeutig. Eindeutig ist klar, ist sicher, dass wenn das ganze System gekühlt wird durch den externen Ventilator, das Phänomen verschwindet. Das heißt, es ist ein thermisches Problem. Was ich jetzt weiter untersuchen werde, ist der Ventilator. Der wurde nämlich irgendwie ersetzt. Der ist nicht original, habe ich festgestellt. Und der läuft immer auf Hochtouren, aber vermutlich ohne genügend Kühlung zu fördern, genügend Luft umzusetzen. Also mein Augenmerk gilt jetzt nicht mehr einem einzelnen Bauteil. Ich werde sicher den U800 Kühlkörper vergrößern. Das ist noch eine zusätzliche Sicherheit, aber dann werde ich mich dem Ventilator annehmen. Schönen Dank für diesen Blick in die Ursachenforschung eines Modulationssystems des Beams. Dankeschön.